Herzlich willkommen bei Greifer Company und heute mal zu was Neuem und zwar Northgard. Ja, ich habe das Spiel jetzt auch selber noch nicht so weiter gespielt und würde jetzt sagen, ich nehme einfach mal ein Einzelspiel. Lasse ich auf normal. Greifer, ja, hat das schön übernommen, gefällt mir. Was stellen wir uns jetzt hier ein? Sondern Ruhm, Vorherrschaft. Ich lasse mal auf Vorherrschaft, das denke ich mal passt. Nehmen wir jetzt einfach mal keinen Gegner. Und ne, mach mal Sieg auf Weisheit oder Ruhm. Und wie gesagt, ich nehme jetzt mal keinen Gegner, einfach nur um das Spiel kurz zu zeigen, beziehungsweise für mich selbst zu testen und zu schauen, was denn hier so Phase ist. Ich kann mir jetzt hier noch, ja, so eine Art Fraktion, beziehungsweise Clan aussuchen. Mal gucken, was wir hier so haben. Wir haben also erstmal Fenrir. Fangen wir oben an, Fenrir. Schmiede, Krieger, Zufriedenheit. Ruhm, Ruhm. Das ist, geht alles über Ruhm, okay, über Ruhm. Boni. Wie genau das sich aufbaut, weiß ich nicht. Werden wir aber gleich feststellen. Aber ich gucke erstmal weiter, was es noch gibt. Ihr erhaltet Nahrung, Holz und Geld. Geld. Ich sag, das ist Geld. Skalden, Ruhm. Schafen beginnen. Ich weiß nicht, was mir Schafe bringen, aber das ist lustig. Clan verzehrt 5% weniger Nahrung. Okay. Söldner. Gut, da ich jetzt ja im Prinzip auf Ruhm und Wissen spiele, denke ich mal, wenn ich das hier nehme, was so Ruhm generiert, kann ich damit gut was anfangen. Und dann würde ich sagen, starte ich hier einfach und lass mich überraschen, wie genau das Spiel letztendlich aufgebaut ist und funktioniert vor allem. Ein paar Sekunden warten, bis es, wenn auch fertig geladen hat. Fast bereit. Fast bereit hört sich gut an, ist aber bereit. Gut, für den Anfang sieht das schon mal sehr nett aus. Gegner habe ich ja keinen. Das heißt, ich muss mich hier mal mit niemandem anlegen. Das werde ich natürlich in der Zukunft auch mal vorführen. Jetzt kann ich ein paar Sachen bauen. Ich habe hier Haus, Speerlager und eine Holzfällerhütte. Ich würde sagen, ich baue einfach mal alles. Die Frage, Rohstoffe sind da oben. Da habe ich mehr als genug. Ich habe auch Verbrauch. Das mich jetzt gerade irritiert. Ich weiß nicht. Brennholz. Okay, die brauchen Brennholz. Ich habe ein Speerlager und die Hütte noch. Habe ich alles einmal gebaut. Ich habe 4 Leutchen, maximal 5. Krieger gar keine. Das ist mein Wissen. Okay. Steine, Eisen habe ich auch noch. Speerlager. Wie kann ich jetzt hier ein Speer rekrutieren? Ja, bilde zu Speeren aus. Okay. Ich muss die Leute da einfach reinstecken. Und dann machen die das. Also heißt das, wenn ich den dahin schicke, arbeitet der als Holzfäller. Richtig. Gut, Nahrung habe ich natürlich minus. Der Spieler läuft von alleine los und erkundet jetzt Land. Okay. Nahrung ist immer noch. Oh, ist jetzt wieder ein Plus. Ach, die Dorfbewohner. Ach so, die, ja, die sammeln Nahrung. Das heißt, wenn die nichts tun, sammeln sie Nahrung. Und das ist natürlich, ja, gut, würde ich sagen. Und ich warte jetzt, bis der Speer sein Gebiet hier erkundet hat. Und dann schaue ich mal, was ich tun kann. Ich könnte ja auch noch so ein Fest mal organisieren. Das kostet mich Nahrung, steigert die Zufriedenheit. Okay, hier ist was zum Einsammeln, Ruine. Okay, der Speer kann das benutzen. Ich muss das jetzt aber erst besiedeln, oder nicht? Ja, muss das erst besiedeln, bevor ich das machen kann. Aber das Land hat hier, was ist das hier? Steine. Steine, okay. Dann besiedle ich das mal. Schau weiter, hier sind Wölfe und Schafe. Okay. Aha, reduzieren Brennholzbedarf. Ich weiß zwar nicht, wie ein Schaf im Winter den Brennholzbedarf reduzieren kann, aber die Schafe tun das. Die tun es einfach. Und ich kann jetzt noch ein paar Sachen bauen. Würde sagen, ich baue mal so ein tolles Schiffdock hier. Langschiffdock bauen wir mal dahin. Und weil ich ja noch Ressourcen habe, baue ich mir auch so ein Bergwerk dorthin. Jetzt die Frage. Muss ich die Leute jetzt, ich muss die Leute jetzt auch darüber schicken, um die Gebäude zu bauen, okay. Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, muss ich das tun, aber ja, ich muss das tun. 10 Leute darf ich inzwischen haben, gut. Kann ich ja auch die Gebäude aufwerten, kostet mich Holz, das komische Geld, Chaos oder was auch immer. Und natürlich Steine, die wollte ich jetzt ja hier ernten. 25 sind in dem Klotz drinne. Damit kann ich dann zumindest 2 Gebäude aufwerten. Also ich denke mal, das ist gar nicht so verkehrt. Das bringt mich auf jeden Fall vorwärts. Natürlich die Frage, wie kriege ich mehr Nahrung, weil
Mehr Dorfbewohner heißt mehr Verbrauch und die Leute sollen ja auch was produzieren und nicht nur Fressen sammeln. Wenn weniger Leute Fressen sammeln, ist der Verbrauch immer noch gleich hoch, aber die Produktion niedriger. Ich brauche dafür noch andere Gebäude. Was habe ich denn hier eigentlich noch so? Fischerhütte. Aber dafür mu muss ich dann wahrscheinlich so ein Fischvorkommen haben, so wie die Steine. Das sieht hier nicht so aus, als würde es die geben. Steht ja auch da, ne? Ja. Felder brauche ich wahrscheinlich auch irgendwie ein Feld. Sommer größere Mengen an Nahrung. Okay. Jagdhütte, ich weiß nicht, ob ich das hier bei den Schafen bauen kann. Ich glaube aber auch nicht. Haben wir hier noch Nahrungssilo? Das war Handelsposten, Marktplatz und so weiter. Okay, ich habe jetzt das Schiff fertig. Das kann jetzt auf Ruhm arbeiten oder auf Wissen. Ich schicke dich da erstmal rein. Und dann würde ich sagen, wir machen mal. Oh, ich habe hier was Wissen. Aber ich kann ja auch noch Spezialisierung machen. Okay. Mehr Geld. Bessere Waffen, ich glaube, das brauche ich gar nicht. Mehr Holz, würde ich sagen, nehme ich als erstes. Hier gibt es. Reduziert die Kosten, okay. Und gewinnen mehr aus Vorkommen. Gut. Dann würde ich sagen, machst du erstmal Wissen, damit ich hier weiter und schneller vorankomme. Aufzug starten. Und let's fetz, Kollege. Ja, ich habe jetzt hier schon ein paar mehr Leute. Weil ich jetzt ja da noch Platz habe, ich könnte ja hier noch irgendwo ein Haus bauen. Ist ja noch genug Platz hier. Mache ich das auch. Muss jetzt eigentlich mein. Hier ist mein Kundschafter, okay. Das sind auch noch mehr Steine. Ich werde. Der Wolf greift mich einfach an. Und jetzt? Schafft der Einzelne das? Also er hat mehr Leben, ich glaube, der schafft das. Dann ist ja gut, dann brauche ich mir eigentlich gar keine Sorgen machen. Ne, der schafft das nicht. Der schafft das nicht. Ich werde da jetzt mal den anderen auch rüberschicken, weil der das ja nicht gebacken gekriegt hat. Wollte jetzt ja nicht, dass der hier drauf geht. Dann kann der auch das Haus aufbauen. Jetzt brauche ich irgendwie was zum Heilen. Wie heilt der von alleine? Habe ich irgendwas nicht gesehen? Ja. Ah, Heilerhütte. Verwundete Clanmitglieder. Also ich muss erst so einen Heiler bauen. Dafür brauche ich 60 Holz. Gut. Der Holz arbeitet. Ich kann da ja noch einen reinstopfen. Der geht schneller, aber dann ist meine Nahrung natürlich schlecht. Ist auch nicht so optimal. Wobei, wenn der das Haus fertig hat, ist ja wieder positiv. Nahrung, genau. Ist die Nahrung wieder positiv. So, was habe ich denn jetzt hier? Ein Wald. Erhöht die Produktion von Holz in diesem Gebiet. Okay. Hier vorne sind noch Steine. Hier drüben ist Eisen. Okay. Und. Ach, hier laufen Rehe. Das ist das Wild dann. Alles klar. Gut, das. Ja, das dazu. Würde ich sagen. Muss ich hier erstmal das Gebiet besiedeln, um weiterzukommen. Und baue mir dort noch einen Holzfäller, weil da bringt er ja mehr als da bei mir. Ich weiß nicht, ob mehr Holzfäller auch gut sind oder schlecht, aber ich baue da auf jeden Fall ein. Jetzt an, ich wollte erstmal einen Heiler bauen. Ne? Den baue ich. Wo ich den denn? Ach, den baue ich jetzt eigentlich. Ich weiß auch nicht so genau. Ich baue den hier. So. Und jetzt habe ich aber kein Holz mehr, ne? Genau. Jetzt reicht mein Holz leider nicht, weil ich wollte ja noch einen Holzfäller bauen. Da drüben. Dafür reicht es jetzt erst einmal nicht. Dann warten wir halt ein paar Sekündchen. Ach, hier sind auch Fische. Ah, die sind auch auf der Karte zu sehen. Alles klar, also die Fische hier kann ich ernten. Das heißt, ich habe in diesem Gebiet hier das Wild. Ah, ist auch hier unten angezeigt. Ich kann da drei Gebäude bauen. Ich habe zweimal Fisch. Ich weiß nicht, zweimal. Okay. Zweimal Wild und zweimal Erz. Das sind, glaube ich, die Anzahl an Leuten oder Gebäuden. Holz 2. Okay, das sind die Anzahl an Leuten, die dort eingesetzt werden können für die jeweilige Produktionsschiene. Ich habe jetzt dem Heiler zugewiesen, damit er auch den Kollegen da hinten, der da halb tot rumgekrebelt ist, wieder hochheilt. Ich wollte jetzt drüben ein Holzfällerlager bauen. Tue ich natürlich auch. Jetzt auch erstmal wieder einen Menschen hinschicken, der das weiter fortsetzt. Ist der Dorfbewohner. Gebiet plus 3. Erwartet Zufriedenheit minus 2. Jetzt eben das 1, jetzt minus 2. Okay. Ja, gut. Womit das zusammenhängt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube mal mit der Menge an Leuten, die ich habe. Und dementsprechend brauche ich mehr Gebiet für mehr Leute. Oder irgendwas anderes, womit ich die Zufriedenheit erhöhen kann. Das war dieses Skalden-Dings hier, ne? Ja. Mit dem kann ich.
die Zufriedenheit steigern. Das heißt, vor allem brauche ich jetzt Holz. Unmengen an Holz ist jetzt gerade am wichtigsten. Da da drüben mehr Holz produziert werden kann, schicke ich mal einen von den Holzfällern dort mit rüber, damit die da zusammenarbeiten können, um eben effizienter zu wirtschaften. Würde ich sagen, schaut das gut aus. Jetzt kriege ich hier auch gleich nochmal wieder einen freigeschaltet. Und ich wäre dafür, dass ich die Besiedlungskosten reduziere um 30%. Ich jetzt hier noch als nächstes Silos erhalten. Produktionsbonus von 10% auf Nahrung und ihre Gewinnzufriedenheit pro Silo. Das ist natürlich auch gut. Und die hier Geschwindigkeit Heiler sammeln Nahrung, wenn sie nicht beschäftigt sind. Das heißt, wenn der Kollege hier nichts mehr zu tun hat, würde der auch Nahrung sammeln, so wie die Bauern. Das ist natürlich auch nicht schlecht, würde ich sagen. Jetzt ist Winter. Jetzt ist Winter und ich verbrauche mehr Nahrung im Winter. Na gut, ich meine, das ist irgendwo zu erwarten, beziehungsweise ich produziere weniger, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel habe ich vorher verbraucht? 19? Bin jetzt nicht sicher. Das ist auch nicht weiter schlimm. Da kann ich eigentlich ganz gut mit leben. Und ich würde sagen, ich will das Gebiet hier besiedeln. Ach, da sind die Wölfe. Ich muss jetzt also erst die Wölfe platt hauen. Da kommen jetzt aber zwei Wölfe, die mich platt hauen. Ich mache meine Leute rüber schicken. Meine Bauern hier. Damit hier nicht meine Leute sterben. Da hat der Heiler wenigstens noch etwas zu tun. Nicht, dass er sich ja als arbeitslos fühlt oder so. Also ich sollte mal doch sowas wie Krieger bauen. Ein Ausbildungslager. Vielleicht. Um eben dieses Wolfsdrama hier auch zügig beenden zu können. Okay, die sammeln auch da drüben Nahrung. Wahrscheinlich nur, weil da auch das Haus steht. Keine Ahnung. Das wird schon so passen. Die arbeiten jetzt alle fleißig. Das finde ich ganz gut. Der Winter ist natürlich jetzt sehr zerrend, weil er mir meine Nahrung verbraucht ohne Ende. Was nicht so toll ist, weil ich wollte mich ja weiter ausbauen. Aber gut, ich meine, da kann ich jetzt auch relativ gut mit leben. Ja gut, meine Quests laufen jetzt so langsam vor sich hin. Ich brauche halt 1200 Ruhm, um weiterzukommen, Altar der Könige errichten und 12 Gebiete einnehmen. Naja, ich meine, das ist alles zu schaffen. Siegen der Götter, Meister der Lehre. Ah, gut, beschäftige ich mich gleich mit. Ah, da drüben ist auch so ein Farmgebiet, sehe ich gerade. Okay, das kann er dann natürlich auch noch einnehmen, aber ich brauche erstmal Krieger, um die Wölfe kaputt schlagen zu können. Der macht schon 10 Schaden, hat 50 Leben. Das heißt, theoretisch müsste der fast 2 Wölfe alleine schaffen. Wenn ich den jetzt dahin schicke, ist jetzt die große Frage. Verfolgen mich die Wölfe, wenn ich jetzt hier angreife? Und den Wolf verprügle ich. Geh mal raus. Okay, die hören auf, mich anzugreifen. Das heißt, ich kann theoretisch jetzt einfach kämpfen, bis der Krieger fast tot ist. Der Wolf tot, hoffentlich tot. Und dann den Krieger zurückziehen, heilen lassen vom Heiler. Und dann wieder angreifen. Ich weiß nicht, ob die Wölfe heilen. Aber ich glaube eigentlich, dass die nicht heilen werden. Mal kurz warten. Der Heiler heilt jetzt den Krieger, richtig? Ja. Der heilt jetzt den Krieger. Das ist natürlich sehr schön. Aber meine Nahrung sinkt rapide. Ich weiß nicht, wird es jetzt gleich wieder Sommer? Ich denke. Achso, die Nahrungskosten sind um 30% erhöht. Ah, nee, die Nahrungsproduktion um 30% reduziert, so rum. Deswegen funktioniert das hier alles gerade nicht. Ich hoffe, dass es jetzt gleich wieder Frühling wird. Beziehungsweise der Winter. Okay, der Winter ist vorbei. Ich produziere immer noch keine Nahrung. Habe immer noch Minus. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja, äußerst schlecht. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn das Minus weiter erhalten bleibt. Ich nehme mal hier einen Holzfäller und ziehe den mal ab. Um so hoffentlich mehr Nahrung zu produzieren. Ah, jetzt ist da schon wieder ein Wolf aufgetaucht. Ist auch nicht gut, weil der hält jetzt die Leute vom Arbeiten ab. Wodurch natürlich noch weniger Nahrung produziert wird. Jetzt wird aber wieder Plus gemacht, okay. Bin jetzt aber hier in Minus gesunken, weil wir haben zu viele Verletzte. Ja, der Heiler ist ein bisschen langsam, kann ich nicht ändern. Gut. Aber ich würde sagen, für den Anfang als kleinen Einblick in das Spiel Northgard reicht es. Für heute und ich würde sagen, ich werde hier erst einmal ein Päuschen machen und ja, ich bedanke mich natürlich bei allen, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt
Greifer spielt Northgard oder Greifer spielt Mountain Blade oder was auch immer. Ich spiele ja mehrere Sachen. Vielleicht spielt Schafi auch mal wieder was. Ich hoffe es einfach nur. Und damit sage ich nur noch, macht's gut, Kameraden. Bis zum nächsten Mal hier bei Greifer Company mit mir, dem Greifer. Ciao, ciao. Auf dann.